Ei Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Interpretation des Legend of the Five Rings Regelwerk Emerald Empire, das Smaragdkönigreich. Heute mit dem letzten Teil des ersten Kapitels Geografie, neue Mechaniken, die Shinjo-Bushi. Folgenden Abschnitte bieten eine neue Schule für die Regeln der vierten Edition von Legend of the Five Rings. Die Shinjo sind als Wanderer bekannt und nur wenige Samurai in Rokugan können behaupten, so tiefes Wissen über die Landschaften und Tiere zu besitzen wie die Shinjo. Die Shinjo sind eine alte und ehrenwerte Familie, die durch die Unterwanderung ihrer Führung durch den unheilvollen Kolat beträchtlich Schaden erlitten hat. Informationen zu dieser beschämenden Episode finden sich im Kolat-Kapitel des Legend of the Five Rings 4. Editionserweiterung Feinde des Imperiums. Vor der Aufdeckung dieser Schande waren die Shinjo die herrschende Familie des Einhorn-Clans, die eine Linie von Clan-Champions aufrecht hielten, die von den Gründer-Kami des Clans abstammen. Nach der Säuberung wurden die Shinjo ihrer Machtposition enthoben und durch ihre entfernten Verwandten die Moto ersetzt. Trotz dieser Veränderung beharrte die Familie auf ihren Pflichten gegenüber dem Einhorn-Clan. Blieb eine der Säulen des Clans und seiner militärischen Bemühungen. Neue Basisschule Shinjo Bushi. Die Shinjo zeichnen sich durch berittene Taktiken aus, die alle Einhorn-Bushi-Traditionen gemeinsam sind. Die Kampftechniken der Familie beziehen eine Reihe von Gaijin-Techniken mit ein, die der Clan auf seinen Reisen innerhalb des Imperiums gelernt hat. Als Ergebnis verwenden sie einen einzigartig defensiven Stil, der auf Konzepte wie aktive Abwehr, Riposte und andere Kuriositäten setzt, mit denen die meisten Rokugani nicht vertraut sind. Shinjo Bushi Schule. Vorteil plus 1 Geschicklichkeit. Fertigkeiten: Athletik, Verteidigung, Reiten, Kenjutsu, Kyutsu, eine andere Fähigkeit nach Wahl. Ehre 4,5. Ausrüstung: Ashigaru oder leichte Rüstung, robuste Kleidung, Daisho, Bogen, Messer, Reisepaket, Pferd und 10 Koku. Techniken: Rang 1: Der Weg des Kirin. Natürliche Affinität der Shinjo-Familie zur Reitkunst ist sofort offensichtlich und durchdringt jede ihrer Aktionen. Wann immer ein leerer Punkt eingesetzt wird, um plus 1 B1, um einen beliebigen Wurf für eine Schulfertigkeit hinzuzufügen, kannst du auch deinen Rang in Reiten zum Gesamtwert hinzufügen. Dieser Bonus kann nicht in der Grundstellung verwendet werden. Rang 2: Tanz der Klingen. Die alten Gaijin-Schwertkunsttechniken, die von den Shinjo genutzt werden, geben ihnen einen defensiven Vorteil gegenüber vielen Stilen, die innerhalb des Kaiserreiches angewendet werden. Wenn du dich in der vollen Verteidigung befindest und dem Gegner einen erfolgreichen Angriff gegen dich gelingt, kannst du sofort einen Geschicklichkeitswurf als freie Aktion machen. Ist dieser Wurf erfolgreich, verfehlt dich der Angriff. Die Anzahl der Durchführungen pro Runde entspricht dem Schulrang. Rang 3: Der Schlag der vier Winde. Der schnelle und unerbittliche Angriff eines Shinjo ist ein schrecklicher Anblick für seine Feinde. Sie können Angriffe als einfache Aktion statt einer komplexen Aktion durchführen, wenn die Waffe das Schlüsselwort Samurai besitzt. Wenn du während des Kampfes reitest, kannst du auch mit dem Bogen als einfache Aktion angreifen. Rang 4: Den Geist der Klinge entfesseln. Diejenigen, die den defensiven Kampfstil des Shinjo als schwach bezeichnen, werden in den letzten Augenblicken ihres Lebens sehr überrascht sein,
Wenn du dich in der Verteidigungsposition oder vollen Verteidigung befindest und ein Gegner führt einen Nahkampfangriff gegen dich aus, darfst du sofort, nachdem der Angriff verrechnet wurde, einen Gegenangriff als freie Aktion gegen diesen Gegner machen. Dies veranlasst dich, sofort die Angriffshaltung einzunehmen. Diese Technik kann deinem Schulrang entsprechend mehrmals pro Scharmützel verwendet werden, aber nur einmal pro Runde. Rang 5. Der Tanz mit dem Schicksal. Ein Shinjo auf einem Pferd ist ein Anblick, der selbst die erfahrensten Feinde zögern lässt. Und das aus gutem Grund. Wenn du während eines Gefechtes einen Lehrepunkt ausgibst, kannst du einen Wurf auf deinen Lehrerrang, Schwierigkeitsgrad 20 oder Zielnummer 20, als freie Aktion ablegen. Wenn der Wurf erfolgreich ist, gewinnst du den Vorteil, den Lehrepunkt nutzen zu können, ohne ihn tatsächlich ausgegeben zu haben. Dies erschafft keinen zusätzlichen Lehrepunkt. Wenn der Wurf fehlschlägt, gibst du den Lehrepunkt wie üblich aus. Du darfst die Technik mehrmals pro Gefecht nutzen, allerdings maximal deiner Anzahl der Lehrepunkte, die du zu Beginn des Gefechts hattest, entsprechend. Du kannst diese Technik auch zu Fuß nutzen, aber der Zielwert oder Schwierigkeitswert des Wurfes erhöht sich auf 30. Soviel zum letzten Teil des ersten Kapitels Geografie. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Lust auf mehr habt, bleibt einfach dabei. Es folgen neue Teile aus dem zweiten Kapitel. Tschüss, bis zum nächsten Mal.